Wie wird der grafische Editor gestartet? Im Connection Manager stehen beide Editoren für die grafische Visualisierung und Smart Visualisierung zur Verfügung. Beide Editoren können nur unabhängig voneinander geöffnet werden. Entsprechend dem Firmwarestand werden die aktuellen, dazu passenden Editoren auf dem PC gestartet. Für jeden Aufruf des grafischen Editors wird der Connection Manager benötigt und über diesen gestartet. Die Passworteingabe ist bei jedem Zugriff zwingend erforderlich.